Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, und das kommen wir zum konkreten Kollege Kohlmeier. In der aktuellen Koalitionsvereinbarung haben sich SPD und CDU auf das Ziel verständigt, bis 2016 sollen 50% der Berliner Verwaltung auf die elektronische Akte umgestellt werden. Von diesem Ziel ist der Senat und die Koalition weit entfernt, sehr weit entfernt. Einheitliche Aktenpläne sind, das hat eben Herr Kohlmeier auch noch mal bestätigt, eine Voraussetzung für die Einführung der E-Akte. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch einen anderen Aspekt benennen. Nach § 17 Absatz 5 Informationsfreiheitsgesetz hat jede öffentliche Stelle Verzeichnisse zu führen, die geeignet sind, die Aktenordnung und den Aktenbestand sowie den Zweck der geführten Akten erkennen zu lassen. Und Aktenpläne sind allgemein zugänglich zu machen. Der Datenschutzbeauftragte macht uns und vor allem dem Senat darauf aufmerksam, dass die Führung und Veröffentlichung von Aktenplänen eine zentrale Voraussetzung dafür ist, dass jeder Berliner und jede Berlinerin vom Informationsfreiheitsrecht und Aktenzugangsrecht Gebrauch machen kann. Meine Damen und Herren, das Informationsfreiheitsgesetz wurde im Oktober 1999 durch das Abgeordnetenhaus beschlossen. Doch wie ist der aktuelle Stand der Umsetzung und der Vorgaben durch das Informationsfreiheitsgesetz? Wie ist es im Jahre 2015 um die Einführung der E-Akte und der einheitlichen Aktenpläne bestellt? Hierzu, Herr Staatssekretär Staatskowski im ITDAT-Ausschuss am 25.01.2015. In den nächsten 2 Jahren sollen 2000 Arbeitsplätze an die E-Akte angeschlossen werden. Von ursprünglich angestrebten 50% in der Berliner Verwaltung auf 2000 Arbeitsplätze in den nächsten 2 Jahren. Das ist Stillstand oder soll man besser sagen Arbeitsverweigerung. Aus der Beantwortung von kleinen und schriftlichen Anfragen sowie aus der Mitteilung zur Erkenntnisnahme des Senats über die Veröffentlichung von Aktenplänen geht hervor, dass die Berliner Verwaltung auch bei der Umsetzung einheitlicher Aktenpläne und deren Veröffentlichung weit entfernt ist. Auch die Umsetzung des Rechts auf Einblick in Akten und Aktenpläne wird von den Ämtern höchst unterschiedlich interpretiert. Der Datenschutzbeauftragte, Herr Dix, ist der Auffassung, dass Verwaltungsinformationsbestände nicht sinnvoll digitalisiert werden können, wenn kein Überblick über die Aktenbestände vorhanden ist. Und auch deshalb sind Aktenpläne notwendig. Hierzu stellte Herr Kohlmeier, Herr Staatssekretär Krömer im Ausschuss am 27.05.13 fest, die Verpflichtung nach § 17 Absatz 5 Informationsfreiheitsgesetz ist flächendeckend nicht umgesetzt. Flächendeckend nicht umgesetzt. Auch der Senat habe durch kleine Anfragen zwischenzeitlich das Vollzugsdefizit erkannt. Donnerwetter und immerhin. Allerdings hatte der Datenschutzbeauftragte bereits 2007 in seinem Jahresbericht das Vollzugsdefizit bei der Umsetzung des IFG festgestellt. Aber was folgt aus dieser Erkenntnis? Bis heute kann uns der Senat nicht mitteilen, wie es aktuell in der Berliner Verwaltung um die Einführung eines vollständigen und einheitlichen Aktenplans steht. Es zeigt sich also, bei der Einführung der E-Akte und der Einführung eines einheitlichen, vollständigen Aktenplanes in der Berliner Verwaltung steht die Koalition immer noch ganz am Anfang. Und das nach 1999. Und da stellt sich zwangsläufig die Frage, ob der Senat nur unfähig ist oder es am politischen Willen bei der Umsetzung fehlt. In einer Anhörung wurde dargestellt, wie die E-Akte im Bundesland Hessen eingeführt wurde. Hessen macht deutlich, dass die Einführung der E-Akte ein Top-Down, ein Prozess war, bei der sich selbst der Ministerpräsident eingesetzt hatte, weil er der Überzeugung war, dass die E-Akte für eine moderne Verwaltung notwendig ist. Einführung der E-Akte als Chefsache. Und wie diskutiert der Senat diese Frage? Und geht der Senat die Umsetzung des Projekts E-Akte und einheitliche Aktenpläne an? Hierzu hören wir im ITDAT-Ausschuss immer wieder dezentrale Verantwortung, dezentrale Verantwortung, dezentrale Verantwortung. Nichts mit Top-Down und nichts mit Chefsache. Vielen Dank, Herr Dürr.